Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 und jetzt geht's los. Heute habe ich euch was mitgebracht aus dem Hause Umarex. Es handelt sich hier um eine gebrauchte Browning Modell GPDA 9. Man sieht auch schon ziemlich, dass die gebraucht ist. Ein bisschen Schleifspuren haben wir schon hier. Die goldene Farbe ist hier auch schon abgegangen. Darunter kommt also Chrom zum Vorschein. Also nach dem Chromvorgang ist dann offenbar irgendetwas chemisch aufgetragen, das dann diese Goldfärbung hervorruft. Ich weiß nicht, ob es wirklich Gold ist, keine Ahnung. Es handelt sich hier dabei um die Improved-Version, also diese verbesserte Version von Umarex. Die Waffe habe ich jetzt recht günstig erstanden von einem halbwegs Bekannten von mir. Der hat sie mir günstig überlassen. Die hat einen kleinen Defekt, und zwar wenn man sie abschlagen möchte, fällt sie in die Harnrast rein. Ist offenbar eine Abnutzungsgeschichte. Da werde ich mich noch genauer mit befassen. Und vielleicht kriege ich sie wieder zum Laufen. Mal sehen. Beschuss war, das ist leider unverzeihlich hier, diese Waffe. Wenn man sie anfasst, hat man direkt überall Fingerdapper drauf. BD, also das war 2013, muss das gewesen sein. Jetzt sieht man so ein bisschen BD. Ich mach mal Licht. Ja, sieht man trotzdem nicht wirklich so gut. Ich glaube jetzt. Ja, die Waffe hat eine Sicherung. Die funktioniert so, man schiebt das Teil hier hoch. Das sollte eigentlich auch wieder runterschnalzen, was es auch nicht wirklich tut. So fällt der Hammer auch in die Harnrast rein. Das ist also die Sicherung. Wir haben normalerweise jetzt Double Action und auch ein Single Action, der aber jetzt gerade, wie gesagt, nicht funktioniert. Machen wir noch ein Magazin. Ich glaube, das ist 9-schüssig. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Das besteht komplett aus Stahlblech. Der Magazinschuh unten ist auch aus Stahl, Zubringer aus Kunststoff und zweireihig. Um die Waffe jetzt auseinanderzubauen, drückt man vorsichtig natürlich von der anderen Seite auf den Schlittenfang. Jetzt, bis es Klick macht, und dann kann man diesen rausziehen. Diese sogenannte Improved-Version übrigens hat eine Verbesserung erfahren, und zwar der Hammer hat eine Stahleinlage bekommen. Die sieht man hier, das ist im Prinzip ein Stahlstift, der hier eingebracht wurde, um das einfach ein bisschen zu verstärken. Und der Hammer ist auch mit hier so kleinen Warzen oder Einschnitten ausgestattet, damit man die Waffe auch besser spannen kann. Die Mechanik würde jetzt funktionieren. Drücke ich jetzt hier den Zubringer nach unten. Na. Das ist natürlich wieder die Also jetzt will es nicht wirklich. Also irgendwie hat das mit der Stange jetzt zu tun. Die Mechanik, irgendwas spinnt da drin. Das funktioniert noch nicht so richtig, kümmere ich mich aber noch drum. Die Waffe ist geschossen worden. Zeigt aber jetzt soweit keine großen Beschädigungen. Bis auf die Abnutzung, die zeige ich gleich im Schlitten oben. Patronenlager ist
Ja, geschwächt von rechts und von links ebenso, hat tiefe Einschnitte erfahren, das Patronenlager. Vorne der Mercedes-Stern, die Mercedes-Stern-Sperre. Kann man hier so ein bisschen erkennen. Aber der Lauf ist an sich so recht frei. Dann könnte man hier vorne das Teil noch rausschrauben mit einem Imbus. Ne, Quatsch, das ist ein Spannstift. Das ist also vermutlich dann nicht wirklich so servicefreundlich. Also, um den rauszukriegen, müsste man, glaube ich, von da irgendwie das Teil raustreiben von innen. Oder von außen nach innen durchfallen lassen. Dieses ganze Teil hier ist übrigens auch die Kimme noch. Das ist also so eingesetzt. Aber hier kann man vielleicht noch sehen, ja, 2013, 1, 2, 3, 4, 5. Monat. Also der Schlitten wurde im 5. Monat 2013 hergestellt. Hier ist der Nitroadler drauf. Hier ist noch ein Spannstift zum Ausbau des Stoßbodens. Der Stoßboden selber sieht ja schon ein bisschen mitgenommen aus. Aber das ist nämlich ganz wichtig. Das hat man schon mal bei der PPQ, meine ich, war das. Wenn dieser Stoßboden schon mal so eingearbeitet ist, kann es passieren, dass der Schlagbolzen hängen bleibt. Das tut er hier aber nicht. Einfach durch die Verformung bleibt er dann vorne schon mal stecken. Bei dem jetzt hier nicht der Fall. Die Auszieherkralle ist die gleiche wie bei der Malta PPK und PP von Umarex. Also so ein Standardteil und bei der Miami 93 und 92. Ja. Hier steht auch ein ellenlanger Text leider. Umarex made in Germany. Browning Trademarks licensed from Browning. Kaliber 9 mm PA Knall. PTB Nummer 772. Und hier haben wir noch die Seriennummer. Beginnt mit C. Die Buchstaben weiß ich nicht, wofür die stehen. 13 steht für das Jahr, also 2013. Und 34 danach steht für den Kalendermonat. Und das danach ist dann die Waffennummer 28.196 offenbar. Ja, das zum Schlitten schon mal. Ach genau, jetzt zeige ich gerade noch fix die Veränderung, also diese Abnutzung, die ist hier gut zu sehen. Also das ist das Teil für den Unterbrecher. Und man sieht schon, dass das ziemlich rausgedrückt ist. Ja, also da werde ich mal gucken. Vielleicht hilft mir auch Umarex noch dabei, das schöne Teil wieder fit zu bekommen. Ja, das war's zur goldenen Browning GPDA 9 in der neuen, auch aktuellen Improved Version. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal.